Vielen Dank für eure Geduld. Es geht los. Ihr hört gleich den Talk Taxation, Besteuerung vom 34. Chaos Communication Congress in der Besetzung von Sirensang und André. Guten Morgen. That's why this talk is important, because Vavoida is here now from the Open Knowledge Foundation. Vavoida ist von der Open Knowledge Foundation und wird euch alles erklären, was ihr über internationale Besteuerung wissen müsst. Und das sollte euch als Hiker auch betreffen. Schönen Applaus für Vavoida, please. Thanks. Yeah, good morning, Leipzig. Guten Morgen, Leipzig. Danke, dass ihr mich so früh hier habt und dass ich diesen Talk machen kann, auch wenn das Thema total langweilig ist. Naja, ich werde es so spannend machen, wie es geht für Taxation. Ich mache Open Data Policy und Transparenz-Stuff und ich erzähle euch, warum Besteuerung ein tolles TUVAT-Thema ist. Und es hat was mit Internet zu tun, CCC-Technologie und wie wir die Gesellschaft formen. Wie sind wir da hingekommen? Ich komme aus Österreich. Ich habe zwei Kollegen, das ist Max Kasi von der Harvard-Universität und Daniela Platsch. Und der Talk hat drei Teile, den Status Quo, Intro und spaßige Beispiele für deine Firma. Das war das, warum ist das so, wie ist das so gekommen, die Politik. Und das Letzte ist, wie die Politik sich in der Zukunft entwickelt. Ich habe hier ein Top-Thema, das ist die sechstgrößte Firma, ExxonMobil. Und ExxonMobil Spanien, in 2009 und 2008 hatten sie einen Menschen, der da gearbeitet hat für 44.000 Euro im Jahr und der 9,9 Milliarden Euro Profit in 2 Jahren gemacht hat. Und from his income to the profit for the company. And as I like, well, that's basically like, das ansieht, das ist quasi John Doe aus Spanien, ist quasi der Stakhanov von Kapitalismus. Der ist wahrscheinlich niemand, der diesen Menschen outperformen wird. Und einfach nur durch Steuerlücken. Manche Firmen zahlen nicht so viele Steuern und das ist ein Haufen Teich, ein Batzen Geld in Deutschland und das ist alles echtes Geld. Und da sind andere Leute haben gesagt, nur zwei Dinge im Leben sind sicher, Tod und Steuern und das dritte würde ich sagen, ist Ungleichheit und während wir über Steuern reden wollen, werden wir auch über Ungleichheit reden wollen. Wenn alle können sagen, ja, die Steuern sind zu hoch, aber die sind halt auch dafür da, um irgendwie öffentliche Güter zu fördern, wie zum Beispiel Transport, Verkehr. So, was wollen wir jetzt? Steuern? Wollen wir beitragen oder bezahlen? Möchtest du Steuern einfügen, um damit Ziele zu erfüllen? Und wenn du eine Taxrate hast von CT, wenn die oberen weniger zahlen, müssen die unteren mehr zahlen, sonst bleibt am Ende weniger Steuer über. Wir werden hauptsächlich über die legale Optimierung von Steuern, Steuerhinterziehung und Betrug ist nicht unser Thema oder überhaupt die Art über Schweizer Konten, über die werden wir auch nicht. Das ist zwar 1,8 Milliarden, aber das ist nicht, wir reden über das, was legal ist und das sind 12 Milliarden Dollar. Der berühmte Saga von Obama aus 2016, das meiste davon ist legal, aber das ist ja das Problem. Wir müssen darüber diskutieren. Software ist die Welt. Wir brauchen ein universelles, unkonditionelles Einkommen, sonst geht sich das nicht aus. Der Trend ist, dass das Gross Domestic Product konstant bleibt und die Tax Rate permanent runtergeht. Tax rate by itself. And that's like causing some issues.
Und das verursacht natürlich einen Haufen Probleme. Die grundsätzliche Regel ist, weniger Profit, weniger Steuern. Und du zahlst dort, wo die Steuer am geringsten ist. Wir denken darüber nach, die Tax-Code zu hacken. Und das sind eure Hackers, die 24/7, die vier großen, Pricewaterhouse, KPMG, Deloitte und Ernst & Young. Und die hacken nicht nur aktiv, sondern die machen auch richtige Backdoors und nützen Vulnerabilities in den Gesetzen aus. Wir werden das dann genauer detaillieren. Da gibt es jede Menge Cyber, geht es um ganz viel Geld. Die US zum Beispiel, US Corporations bunkern über 2 Milliarden Dollar im Übersee, in Europa, also für die EU, dass es uns zwischen 50 und 70 Milliarden Euro im Jahr kostet, legale Tax Evasion, also legale Steuervermeidung. Die OECD, auf der Basis Base Erosion Price Shifting, oder auch von TaxJustice.net, die reden von 500 Milliarden weltweit. Warum passiert das? Weil wir von realen in sogenannte ideelle Werte gehen, als Patente zum Beispiel, Trademarks, Markenrechte, und die werden anders taxiert, die kann man bewerten eigentlich, wie man will. Und da wird, wenn man sich anschaut, die 5 großen von 2006 auf 2017. Das war ExxonMobil, GE, Microsoft, British Petrol und Citizen Group vor 10 Jahren. Und 11 Jahre später, die fettesten sind Apple, Google, Microsoft, Amazon und Facebook. Und die besitzen nicht sehr wenig Reelles. Also BP hat Oil Refineries und Oil Reserven, die haben Tangibles, also angreifbare Sachen, die man bewerten kann. Apple lebt von Patenten und von Know-how. Da gibt es berühmte doppelte irische und doppelte holländische Sandwich. Da brauchst du 2 irische oder 2 Dutch Companies. Also dann baust du eine in den Bermudas oder irgendein Offshore Finance Center, baust du das ein. Da gibt es auch eine chinesische Version, wenn wir schon dabei sind. Du hast eine Offshore-Company, die hält deine Patente und deine Intellectual Property und die vermietet das an die, dein Dutch oder an die holländische oder an die irische Gesellschaft. Und die zahlt dann für die Verwendung. Die zahlt das für den Irischen und die schiebt dann die Gewinne, die in Offshore Company. Schauen Sie sich das hier im Detail an. Es wird einfach so lange hin und her geschoben, bis der Gewinn in der Offshore Gesellschaft sitzt und die zahlt gar keine oder ganz wenige Steuer. Und das reduziert die Corporate Tax Rate um ein Vielfaches. Das ist der große Trend. SAP, Microsoft, Alphabet, Google, also Alphabet, Starbucks, die machen das alle. Ein gutes Beispiel ist Google. 2014 40 Milliarden Dollar Einkommen. Im Vereinigten Königreich ist ungefähr ein Zehntel davon. 14 Milliarden Profit. But in the UK they only paid like 30 million. And that's because und in Großbritannien zahlen sie nur Steuern für knapp 30 Millionen, weil sie dieses Double Dutch, Double Irish Sandwich verwenden und die Gewinne so lange hin und her schieben, bis sie in irgendwelchen Offshore. Und die nennen das Peanuts. Also das ist weniger, als sie dadurch behalten, indem sie es halt nicht für Steuern ausgeben. Und Apple sitzt auf einem Haufen Geld von 250 Milliarden und die machen quasi das Gleiche, wo sie dann 0,005% Steuern bezahlen. Um das mal in Verhältnis zu packen, das sind 2/3 eines Schnitzel, also das GDP von Österreich oder das Doppelte von Berlin oder 50 Flughäfen, BERs. Und die Europäische Kommission wollte
Irland dazu bringen, Apple höher zu besteuern, aber das wollten die natürlich nicht, weil das quasi Teil ihres Geschäftsmodells ist, weniger Steuern zu nehmen. Und die Schulden waren quasi 19 Milliarden und Irland musste dann 13 Milliarden sammeln, wegen Wettbewerbsrecht. Und 2014 hat Irland diese Double Irish Steuer, das Double Irish Loophole haben sie irgendwann gestoppt. Dann haben Leute gedacht, wuhu, endlich. Aber gleichzeitig haben sie es mit einer Patent Box, also einer Wissensentwicklungsbox ersetzt. Das ist ähnlich, klingt weniger komisch, aber die Leute werden immer noch diese Sache machen. Und eine große, tolle Sache, ein tolles Beispiel ist aus der Schweiz, Ungarn und den Niederlanden. Das war General Electrics. Am 21. Dezember 2015 haben sie um 12 haben sie die holländische Holland hat die Schweizer General Electric Company vor 40.000 Franken verkauft und eine Stunde später haben sie es dann für 6,4 Milliarden weiterverkauft. Und in der Stunde haben sie einen Faktor von 167.500 geschafft. Und das ist wie, als wenn du dann 33 Kilobyte Modem auf 6 Gigabyte die Sekunde oder deine Floppy Disk auf 260 Gigabyte HD erweiterst. Und warum ist das passiert? Sie haben Rechte für 8 Milliarden verkauft und dann war da ein Steuerunterschied von Ungarn zur Schweiz und statt 18% zu zahlen, haben sie dann irgendwie 2% gezahlt und haben dann 1,4 Milliarden Franken behalten. Also das geht auch über Luxemburg, das geht über Madeira, aber ich will euch damit weiter nicht belangen. Das schaut immer gleich aus. Über das Offshore-Leaks, das ist diese International Consortium of Investigative Journalisten, die haben 2,5 Millionen Dokumente online gestellt. LuxLeaks von Antoine Deltour war im Dezember 14, 28.000 Dokumente. Junkers hat sich bitter beschwert. Man kann es in den German Depot Cables anschauen. And it was like about 28,000 pages on like more than 500 ruling on 548 Entscheidungen zwischen 202 und 210, wie Luxemburg zur Steuervermeidung beiträgt. Das sollte man sich anschauen, wie jedes Land versucht, seine Unternehmenssteuern zu senken, um dafür sich zu profitieren. Zwei Jahre später, in 2016, nach diesem Report, war das viermal so hoch. Dann waren die Panama Papers von einem Whistleblower namens John Doe, den wir nicht kennen, im April 2016, über die Services, die und Anwaltskanzlei Mossack Fonseca in Panama bringt. Der größte der bis dato, 40 Jahre von Data mit 11,5 Millionen Dokumenten über mehr als 210.000 Offshore-Companies. Eine der Konsequenzen ist, das ist die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia ermordet wurde. Das letzte ist die Paradise Papers. Auch eine Anwaltskanzlei, die Appleby, auch in Panama, 13,4 Millionen Dokumente in 19 Tax Jurisdictions, also Steuerdings, und dass diese Leaks und Papers, die funktionieren. Es ist es trägt zur öffentlichen Debatte bei und hebt das Bewusstsein, wir wissen teilweise mit den Namen und die Idee ist, nicht hasst die Spieler, bekämpft das Spiel. Das Spiel ist es. Es ist wirklich viel Geld und es ist legal. Und wir schauen uns jetzt eben an, wie das legal funktioniert. Im letzten Jahrhundert hatten wir drei verschiedene Systeme, bilaterale Abkommen, Arms-Length Pricing, das ist so nach geschätzt, oder dort, wo das Land dort, wo das Unternehmen herkommt. Arms-length pricing, when it's get more complicated, you have a source control is wenn du nur in Deutschland erzeugst zum Beispiel, arms-length ist, wenn du in Österreich und in Deutschland erzeugst und das gemeinsam besteuerst.
Und dazwischen kann man auch noch Steuerverträge haben, die das im Einzelnen regeln, wo was hingeschoben ist. Aber wenn man natürlich Hardware verkauft, dann ist das relativ einfach zu kontrollieren, was verdient wird. Was die Frage ist, wenn man Intangibles bewertet, was ist ein Google-Algorithmus wert? Wie willst du das bewerten und wie willst du das nachkontrollieren der Steuerbehörde? Bei Hardware hast du Mitbewerber, die haben andere Produkte, das kannst du vergleichen. Da hat auch der Steuerbeamte die Möglichkeit, was warum sind das die Probleme? Das sind die Ursprungsländer, die zum Beispiel von ihre Produktionszentren von A nach B verschieben. Dort verschieben sie dort, wo es billiger produziert. Das ist bei Arms-Length-Preis kannst du die Preise so herumschieben, weil du es hier produzierst und dort verkaufst und dort besteuert. Und die Kombination von verschieben und unbewertbaren oder schlecht nachvollziehbare Bewertung macht es in diesem Umfang möglich. Die dritten sind gegenseitige oder bilaterale Verträge, die sind dann einfach ausgehandelt. Da werden Unternehmen Steuergeschenke gemacht, indem die Tax Rate für Unternehmen auf ein Minimum gesetzt wird. Da gibt es zwei Szenarien sozusagen, die den dritten dann ergeben. Und das führt natürlich zu einem sogenannten Steuerwettbewerb zwischen den einzelnen Ländern, die immer wieder versuchen, mehr von den fremden Unternehmen reinzukriegen. Da haben wir dieses Tool, kann man 2016 sehen, Deutschland, Frankreich, Irland, und sie gehen alle runter in der Besteuerung. Irland war mal bei 50%, Deutschland mal bei 60%, Irland ist jetzt bei 12%. Und amerikanische Firmen kriegen weniger Steuern als ihre europäischen Konkurrenten. In den USA war es mal sehr lange stabil. Und in echt war es dann natürlich ein bisschen niedriger, was sie wirklich bezahlt haben. Und seit sie einen neuen Präsidenten haben in den USA, das ist historische Tabelle von seit 1918, seit einem Jahrhundert. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ging es hoch und dann war es sehr lange stabil. Und im Dezember wurde es angekündigt, dass es auf 22% runtergehen sollte von 34%. Was können wir dagegen tun? Das eine, was wir so sagen, ist, dass du eine Verteilung anhand der Verkäufe machst. Wenn die Multinationalen verkauft, dann guckt ihr euch den Profit an und besteuert den in einem Land und das multipliziert ihr dann global und teilt es dann durch die Länder, in denen ihr getaxt wird, und das besteuert ihr dann. Wie kommen wir da hin? Was kann man das tun? Also du kannst natürlich mal beten. Beten, das ändern wird, oder du kannst drüber lachen, wenn du über Exxon Spanien redest. Das Reaganomics, das ist Teil des Problems. Die haben uns gesagt, ja, der Reichtum wird schon irgendwie runterrieseln. Und was aber wirklich runterrieselt, ist, well, pissing down on others. Wenn ihr euch diesen Tabelle anguckt, seit den 1980ern, wo der Anteil Ankommen sich geändert hat und ja, das erste Prozent, ja, und alle anderen haben irgendwie zu wenig, das bedeutet das. Und das andere ist, seit 45 steigt die Produktivität pro Person einzeln an, während ab 75 die realen Einkünfte stagnieren, respektive teilweise sogar sinken. Und die Schere klafft immer höher zwischen tatsächlichem Produktivitätszuwachs und tatsächlichem Einkommenszuwachs für uns alle. Und der Kuchen ist aber nicht weg, den kriegen nur die anderen. Da gibt es dann zwei Klassen von Leuten, nämlich Leute, die dort arbeiten und in Aktienanteilen bezahlen werden, und die es nicht sind. Und vergesst nicht, das ist ungefähr 100 Euro für jeden EU-Bürger, der da zwischen den Fingern verschwindet.
The governments don't have money anymore. Ja, alle beschweren sich, dass das, die Regierung kein Geld mehr hat. Die Schulden steigen, ist auch hier ein nächster Chart. Und zwar im Verhältnis GDP zu Einkommen. Wenn man aber auf das, was offshore gebunkert ist, das ist ein Piketty-Schüler, der das zusammengestellt hat, wer besitzt wer all dieses Offshore-Geld, da seht ihr wie viel Prozent des Gross Domestic Product, also des Bruttonationaleinkommens, offshore gebunkert ist. Irgendwo ist Spanien in der Mitte, dann ist also Griechenland als besonders. Das Secrecy Ranking, also was die ganz verschwiegensten sind, an erster Stelle natürlich die Schweiz, dann Hongkong, USA mit ihren Overseas, Singapur, Cayman Islands, die British Overseas Territories, dort bunkert das legale Schwarzgeld, das Overseas, Offshore, wie das genannt wird, und unbesteuert. Das ist eine so eine Ballungschart. Einwohnerverhältnis zum gebunkerten Offshore-Money. Completely dark money laundering. Es ist nicht Schwarzgeld illegal. Es ist völlig legal. Jeder weiß es, aber es ist einfach nicht erreichbar. Obwohl die Leaks erfolgt sind, dann hat das aber nicht sehr viel Einfluss gehabt. Es ist seit 15 Jahren, kämpft man da dagegen an und da ändert sich nichts. Und diesen ganzen Tax Havens, diese Steueroasen, es fing mit der Schweiz an, jetzt geht das mit den Asiatischen hoch. Wir haben immer noch ungefähr 30% der europäische Steuerparadiese. Das ist wichtig, weil manche Länder wollen was dagegen tun. Und wenn sie was tun, dann ist es wie in der Ukraine, wo die Leute in der Ukraine wollten sehen, wo ihr Geld hinkommt. Und das wurde dann in Deutschland stecken geblieben. Die konnten dann keine Informationen geben, weil sie haben Open Ownership, das versucht, das zu lösen. Und das ist das schwächste Glied in der Kette. Wenn du nicht weißt, wem die Company gehört, dann kommst du nicht weiter. Und das muss irgendwie angesprochen werden. Das Positive ist, es tut sich was, ein bisschen. Da passiert was seit dem Dezember, ein Anti-Geldwäsche-Gesetz. Der erste Schritt nach den Panama Papers. Das heißt, dass diese ganzen Firmen, die in Europa registriert sind, müssen in 18 Monaten sich registrieren. Also in den nächsten 17 Monaten müssen sich alle in den Panama Papers erwähnten Firmen registrieren und ihr Einkommen dort deklarieren. Ein nächster Step würde in den parlamentarischen Wahlen 2019 mit die Europäische Zentralbank hat gesagt, es will do anything it takes und es ist, glaub mir, es ist genug. Und das können wir natürlich auch für die Steuern tun und nicht nur um den Euro zu retten. Dass wir eine Situation wie diese hier haben, dass das ganze Geld in Panama liegt und wir nicht rankommen. Es gehört auch die Framings, die Regierung besteuert die Einkommenssteuer, also nicht die tote Person, sondern das Einkommen, das da ist, wenn die Person tot ist. Es sollte auch keine Erbsteuer, sondern eine Besitzsteuer heißen. Und Steuern zahlen ist etwas Positives. Auch Steuerflüchtlinge sollten verteufelter werden. Das ist jetzt sehr fad, aber es ist zu groß. Es ist fad und kompliziert. Wir sollten uns an gewisse Dinge, wenn too big to fail, was das heißt, dass wenn ich weg bin, bin ich auch weg.
Das sind so Schlagwörter, mit denen das sehr oft gern abgewehrt wird. Wenn du mich zu stark besteuerst, dann ziehe ich einfach ab, dann verdienst du gar nichts mehr. Und dann natürlich auch die das in den Popkultur, das verherrlicht wird und nicht mit behandelt wird. Ein Prinzip von Europa ist die Steuersolidarität. Denkt euch an die Opening Keynote vom Strauss. Es wäre einfacher, die großen Gesellschaften auf einem Steuerlevel zu regulieren, als auf einem Tech-Level zu regulieren, weil das viel wichtiger und ausschlaggebender ist. Das hat mich dazu gebracht, wenn ihr denkt, dass Firmen Menschen sind, warum werden dann Leute nicht, du kriegst keine Todesstrafe für Unternehmen, wie bei dem Insider Trading im Herbst. Wir müssen haben eine Verantwortung, erfolgreich zu sein, weil da keine Alternative ist. Und ich will einfach nur sagen, das ist keine Raketentechnik. Das ist wie Net Neutrality, dass wir müssen das irgendwie gleich halten, dass globale und lokale Firmen gleiche Chancen haben, weil die Großen bezahlen quasi nichts. Und weil Net Neutralität geht es einfach um den einfachen Geldfluss. Und in Vienna haben wir irgendwie die Solarpunk-Besteuerung, wo wir drüber nachdenken. Das wird auch in der Zukunft wichtig sein. Da müssen wir drum denken, wie haben wir diese Waage, sodass wir eine schöne, nachhaltige Zivilisation haben. Sachen verändern sich, weil Intangibles und Technologie sich ändern und irgendwer muss irgendwann bezahlen und es mehr als 0,5% des europäischen Bruttoinlandsprodukts. Das was von mir, das ist das Logo und schraubt die Steuerschrauben fest. Vielen Dank. Ja. Ja, the slides are online and if you have any questions after or next to the Q&A, you just contact me at @favoida or walter@zing.net. We have time for a very few questions. Wir haben noch Zeit für ein paar Fragen. Wenn ihr eine habt, bitte stellt euch auf die Mikrofone an. Are there any questions from the internet? Fragen aus dem Internet? Ja, sind welche da? How will universal basic income universales Grundeinkommen wird mit zu groß, too big to fail umgehen und wir können diese großen Firmen nicht bestrafen. I don't know the first question. Könnten Sie das wiederholen oder irgendwie anders ausdrücken? How do you see the universal basic income? Siehst du das universale Grundeinkommen in Verhältnis zum Too Big to Fail Phänomenon? Ich glaube, das Too Big to Fail Phänomen, dass du ab einem gewissen Level ein derartiges Unternehmen aufbrechen müsstest, weil es darf kein Unternehmen Too Big to Fail sein und dann der Steuergerechtigkeit zu entgehen. Das in der Spieletheorie wird das immer ganz deutlich dargestellt. Es wäre ein systemisches Risiko, wenn sie dann in Schwierigkeiten geraten, dann ist das Unternehmen einfach zu groß für dieses System. Das hat mit dem konditionellen Basiseinkommen nichts zu tun. Wir können auch bis 5 nachgehen und mal sehen, wie die Fragen reinpassen. Mikrofon 2, bitte. Hallo, ich habe 2 Fragen. Da sind Alternativen zu Bitcoin, Zcash, Monero und die Vorteile dieser Cryptocurrencies sind, dass die nicht verfolgbar sind, verglichen mit Bitcoin. Also in der Zukunft, wenn mehr Firmen diese Währung verfolgen und dann vielleicht auch die Leute damit bezahlen, wie wirst du das dann verwalten und die Leute zu besteuern und die Firmen? Und die zweite Frage ist eine morale Reflexion der Europäischen Union. Die EU war ja irgendwie 1992 haben sie die Grenzen geöffnet, Schengen,
Und ich komme aus Südbelgien, wo alle nach Luxemburg gehen, um ihr Sprit zu kaufen, weil es da billiger ist. Und es ist immer noch so, weil wir verschiedene Mitgliedstaaten haben, die sehr unterschiedliche Geldgesetze haben. Und da ist einfach keine Legislation auf der EU-Ebene, wie in den USA. Da ist nichts, um zu harmonisieren, diese steuerlichen Gesetze. Und es ist einfach... I'm sorry, what is your question? Okay, was ist die Frage? Du hast eine Frage gestellt und wir haben nicht so viel Zeit. In den USA gibt es da keine... Da ist Steuerwettbewerb zwischen den Staaten wie in Europa und ich sehe nicht, wie das sich ändert. Du hast zuvor gesagt, dass Luxemburg, Malta, Holland haben das wahrscheinlich blockiert. Die Initiative vom 17. Dezember. Und wenn wir uns nicht einig sind, können Luxemburg einfach rausgehen und sagen, fuck off, und dann gibt es keinen. Erste Frage ist die Cryptocurrencies. Also der Einwirkung auf die großen Unternehmen, dass die auf ein großes Unternehmen, auf ein Zcash zum Beispiel, viel Spaß damit. Das wird das nicht durchführbar sein. Ich sehe das nicht. Oder sie gehen wirklich underground, da würde dann auch die Steuergerichtsbarkeit einen Spruch erheben. Ja, die Europäer, zur zweiten Frage, die Europäer haben ein Wettbewerbsproblem im Tax-Bereich. Juncker hat für Luxemburg wunderbare Sachen gemacht als Finanzminister, aber nicht für die anderen. Das ist eine Frage, wie Politik grundsätzlich funktioniert. Wir müssen uns in einer gemeinsamen, konzertierten Aktion zusammentun, so wie wir das auch in Irland gemacht haben, und sie einfach zwingen. Das ist eine Frage, die sich die Gesellschaft stellen muss und die man nicht einfach nur den Politikern überlassen muss. Irgendeiner muss die Rechnungen bezahlen. Und wenn das nicht die großen Unternehmen sind, dann werden das wir sein. Da muss man irgendeinen Mittelweg finden, wie man zu den notwendigen Staatseinkommen kommt. Wir müssen vielleicht auch schauen, dass wir Ausgleichszahlungen finden. Die EU hat eh große Schwierigkeiten, weil die Taxbase in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten grundsätzlich verschieden ist und weil da zu wenig Informationsaustausch stattfindet auch. Das ist eine politische Frage. Jetzt haben wir keine Zeit mehr. Mikrofon 1. Vielleicht erreichst du Voida einfach auf Twitter oder mit Mail. Wir werden noch hier anschließend zur Verfügung stehen. Wir müssen jetzt den Saal schließen. Please give a warm round of applause to Voida. Thank you very much. Und damit verabschieden